Es ist mal wieder soweit. Ich schneide Schinken. Wird ja jetzt eine tolle Serie. Heute mit meinem Huckari. Es hat hier vorne eine Fehlschärfe, also jetzt in der Spitze wohl ein bisschen müßig sein. Aber es schlägt sich sehr gut. Das trotz einer 5 mm Klinge. Ich habe das außer hier vorne, seit ich es habe, noch nie geschliffen. Hier vorne habe ich nur diesen, wo ich es in den Dings geschlagen habe. Wie nennt man das? Schraubstock? Schraubstock geschlagen habe. Da habe ich die Seiten ein bisschen geklettet. Aber die Klinge wurde noch nie geschliffen. Jetzt vor dem Test hier habe ich sie gesäubert. Was auch nicht so schwer ist, obwohl die diese komischen Rillen hat. Ich dachte, das wäre schwerer, aber nein. Alles gut. Und ich habe fast Angst, das zu sagen. Ich glaube, das ist zum Schinkenschneiden das beste Messer, was ich bis jetzt hatte hier. Weil ich muss mich drücken, wie beim Mohrer. Das schneidet super. Das ist ein einfaches Ziehen. Ja. Das ist mein üblicher Mitternachtsanruf irgendwie. Irgendwas mit Speck angebraten, das ist doch super. Tja, was soll ich sagen? Das überrascht mich. Es ist sehr hässlich. Das muss man immer noch was dazu sagen. Aber es ist wirklich ein super Schneidewerkzeug. Ein super Hackwerkzeug. Ja, schlechtes Grabwerkzeug, aber es lässt sich damit graben und es bleibt scharf. Aber ich bin begeistert, ich mag es. Wirklich eines meiner Lieblingswerkzeuge. Tja. Und dahin brutzelt mein Speck. Wenn das nicht dicker aussieht. Wenn der Speck sauer angebraten ist, kommt der weiße Boden dazu. Und ein wenig Tomatenmark. Aber es gibt nur ganz wenig, ein bisschen Farbe und Geschmack zu dir. Dann einiges an Pfeffer und fertig ist das Essen. Danach kann ich dann ruhig schlafen, weil mein Körper nicht mehr Verlangen hat, irgendwas zu verfleischen. Diese Nacht, wir haben jetzt kurz vor 12, diese Mitternacht und so. Die halten mich einfach davon ab, Veganer zu werden oder Vegetarier. Weil ohne Speck war ich morgens nicht auf und ohne Speck kann ich ernsthaft ins Bett gehen. Ja. Ein leckeren Pisten war Bauchspeck. Aha. Ihr wisst gar nicht, was ihr alles schön habt. So, ich habe die Bohnen jetzt ein bisschen mit angebraten, habe Tomatenmark und einiges an Wasser dazu getan. Und lass das jetzt wieder einreduzieren. Währenddessen verteilt sich hier das Tomatenmark schön. Den Pfeffer gebe ich ganz am Ende dazu. Wenn man den nämlich richtig heiß werden lässt, dann wird er bitter. Diese Bitterstoffe sind nicht so mein Fall, geschmackstechnisch.
Essen soll ja auch schmecken. Ich sehe das immer wieder, dass Leute kochen und den Pfeffer direkt auf das gebratene Stück Fleisch schmeißen oder vorm Braten sogar noch aufs Fleisch hauen. Das geht, wenn man es paniert, aber nicht, wenn man es direkt anbrät, oder? Also, probiert einfach mal den Pfeffer ganz am Ende drauf zu machen. Es ist ein ganz anderer Geschmack drin. Es ist viel leckerer. So, und das muss jetzt so dick werden, dass man das mit einer Gabel essen kann. Oder könnte. Jetzt natürlich ein Löffel. Das ist der Gegensatz zu Chili, weil Chili muss immer natürlich erstmal anderes Fleisch, muss Hackfleisch, Rinderhack, reines Rinderhack. Und Chili muss flüssig sein. Chili kann nicht so oder drei Pups auf dem Teller sein. Das geht gar nicht. Und Chili muss richtig scharf sein. Ich habe da so chinesische Zauberkräuter. Wenn ich da eine halbe Tüte von irgendwo reinmache, dann das ist für einen normalen Mitteleuropäer schon Maussperrenzeug. Tütchen, die sind nicht gerade groß. Ich kann hier auch zeigen. Aber damit versorge ich mir heute Abend das Essen. Tada! Das ist so ungefähr ja ein Hauch von nichts. Also es ist wirklich die Hölle. Einige sagen, das wäre tot gekocht oder dies und das. Aber ist doch scheißegal. Es muss tot gekocht sein. Kann man die Nährstoffe aufnehmen. Der Körper hat da nachts was zu tun, das sind zu verarbeiten. Natürlich bei so Bohnen, da schwebt nachts auch manchmal die Decke. Also es wird auch ab und zu mal geil. Bis die kommt auch wieder runter, dann wird es auch wieder rein. Wenn es hier in der Gegend eine Schweinestelle gibt, werde ich auch weiter Schwein essen.